die Unsichtbarkeit von psychischen Krankheiten sichtbar machen. Junge Filmemacher haben dazu bereits vor einem halben Jahr eine Petition in den Landtag eingebracht. Depression bei Jugendlichen müsse endlich thematisiert werden, so die Initiatoren. Das Kultusministerium hat bereits mit einem 10-Punkte-Plan reagiert. In dem Plan stehen jetzt einige Sachen, die könnte man relativ schnell einführen. Zum Beispiel eine Liste mit Ansprechpartnern, wo Betroffene sich hinwenden können, in Schulen aushängen. Es ist ja jetzt nicht so schwer, in einem halben Jahr eine Liste zu erstellen, die man in Schulen aushängt. Leider ist da auch nichts passiert. Deshalb fordern Alexander Spöri und seine Freunde in einem offenen Brief die Unterstützung der Landtagspräsidentin. Also ich finde das sehr begeisternd, dass junge Menschen sich einfach intensiv einmischen, dass sie sich viel, viel Arbeit machen, mit einem Film hier zu drehen, zu recherchieren und dann auch noch eine Petition auf den Weg bringen. Das ist schon ein sehr anerkennenswertes Engagement. Ilse Aigner engagiert sich durch eine Ausstellung im Landtag. Psychische Krankheiten im Blick zeigt Fotografien von Patienten, Ärzten, Sozialarbeitern. Der Betrachter kann sich selbst ein Urteil bilden. Wer ist wer? Ich denke, dass sie lernen, achtsam zu sein, wahrzunehmen und den Menschen auch, und das war mir wichtig, ins Gesicht zu sehen, sie anzublicken. Und wenn man Menschen anblickt, dann kommt auch ein Blick zurück und es entsteht ein Dialog und somit ein sehr viel fruchtbares Miteinander. Am Eröffnungsabend wird der Film Grau ist keine Farbe gezeigt. Es folgt eine Podiumsdiskussion. 300 Gäste sind geladen. Dass wir das Thema hier aufgesetzt haben mit der Ausstellung, zeigt ja auch, dass wir eine Bewusstseinsbildung vorantreiben wollen. Wir erwarten eigentlich, dass, wenn sie schon so eine Veranstaltung macht, auch wirklich dann in ihrer Partei und auch damit auch in der Regierung dafür einsteht, dass dieses Thema einfach wichtiger priorisiert wird, dass darüber gesprochen wird und dass man im Kultusministerium das Ganze nicht einfach dabei belässt, dass man mal eine Petition hatte und jetzt mal eine Veranstaltung im Bayerischen Landtag, sondern dass man einfach wirklich dranbleibt und das auch ein bisschen zur Chefsache macht. Die Studenten bleiben auf jeden Fall dran, denn Depression müsse sichtbar werden, nicht nur an den Wänden im Landtag.